ich bin Melanie und ich arbeite an Bord der Mein Schiff Flotte im Fototeam. Ich mache heute mal wieder ein Video und möchte euch unbedingt sagen, was meine Must-Haves an Bord als Schiffscrew sind, denn als ich in meinem ersten Vertrag war, gab es so wirklich einige Sachen, wo ich froh gewesen wäre, dass mir das jemand gesagt hätte, dass ich das brauche oder dass diese Dinge sehr nützlich sind. Falls ihr Fragen an mich habt, könnt ihr gerne mir per Instagram schreiben. Das steht hier irgendwo verlinkt. Und ich kann euch da auch zum Beispiel Fragen zum Bewerberprozess beantworten. Was aber auch nur beschränkt möglich ist aufgrund dessen, dass ich an Bord für eine andere Firma arbeite. Ich arbeite im Fototeam und das ist eine separate Firma an Bord. Aber so generell, ich kann euch Kontakte geben, wo ihr euch bewerben könnt oder euch da weiterhelfen oder euch schon mal im Voraus Fragen beantworten. Must-haves an Bord als Crew. Wir fangen mal an. Okay, ihr bekommt an Bord nämlich nicht nur euren Name-Tag, sondern auch zwei Karten. Das ist einmal die ID-Karte, das ist eine weiße. Das ist eure Bezahlkarte an Bord, das ist auch wie die Bordkarten der Gäste. Eure Bezahlkarte und euer Türöffner für eure Kabine. Dann habt ihr eine rote, grüne oder blaue Karte und diese ist die Sicherheitskarte an Bord und die müsst ihr alle immer bei euch tragen. Das sind natürlich jetzt sehr lose Karten und die kann man schnell mal verlieren und dadurch, dass ihr die immer bei euch tragen müsst, empfehle ich euch direkt von Anfang an ein, ich glaube das heißt Kartenhalter-Jojo und eine Kartenhalter-Plastikbox. Wichtig ist, es muss Hartplastik sein. Also ihr könnt natürlich auch andere nehmen, aber diese Hartplastikbehälterboxen, Hüllen, die halten natürlich am besten. Alle beide Karten passen hier einfach wunderbar rein. Dann macht ihr die einfach an den Gürtel oder an die Lasche der Hose und habt die immer bei euch und so könnt ihr die Karten nicht vergessen oder verlieren. Ein Tipp für euch an Bord, wenn ihr brandneu an Bord seid, geht einfach zur Rezeption und holt euch einen Deckplan. Da findet ihr die ganzen Decks des Schiffes aufgelistet und was wo ist. Gerade am Anfang, wenn ihr neu seid, ihr werdet immer Fragen bekommen, hey, wo ist das, wo ist das? Am Anfang stand ich da, sorry, kann ich gerade nicht sagen, ich bin auch erst neu gekommen. Aber wenn ihr zum Anfang immer den Deckplan dabei habt, könnt ihr sagen, okay, entweder ihr gebt den Gästen den Deckplan oder ihr guckt rein und helft ihnen direkt weiter. So, wenn ihr dann an Bord angekommen seid, meistens habt ihr Hunger und Durst wie verrückt, weil ihr eine lange Reise hinter euch hattet. Und ihr könnt dann direkt auf Deck 2, das ist der nächste Tipp und ein wirkliches Must-Have, eine nachfüllbare Trinkflasche. Die hier bekommt ihr zum Beispiel auch an Bord der Mein Schiff 4. 1 und 2, ich weiß nicht, ob es die anderen, weiß ich gerade nicht, aber auf jeden Fall auf den drei Schiffen bekommt ihr die an Bord, an der Saftbar. Aber bringt euch doch bitte direkt eine nachfüllbare Trinkflasche mit. An Bord gibt es überall Wasserspender, wo ihr die einfach for free voll machen könnt. Und das ist dann super easy, ihr braucht dann nichts für Getränke bezahlen und super praktisch. Zugehörig zudem auch ganz praktisch, auch ein Must-Have für mich auf jeden Fall. Ein Kaffeebecher, also das ist ein Thermokaffeebecher und den habe ich auch immer mit dabei, damit ihr auch mal im Büro einen Kaffee trinken könnt oder einen Coffee to go irgendwo haben könnt. So, jetzt wird es ein bisschen individueller. Ihr kommt jetzt an Bord an, ihr bezieht eure Kabine und eure Kabine ist sehr steril und sehr unindividuell. Und damit ich da für mich ein bisschen Gemütlichkeit reinbringen kann, habe ich immer meine Lichterkette mit. Egal, was ihr für Lichterketten mitbringt, wenn ihr eine mitbringt, achtet bitte darauf, die muss mit Batterien sein. Alles, was ihr in die Steckdose einstecken könnt, dürft ihr nicht mitbringen. Also, eine Lichterkette für die Gemütlichkeit. Um eure Kabine dann noch gemütlicher zu machen, wenn ihr zum Beispiel Heimweh habt, Bilder aufhängen, alles ganz easy. Bringt euch einfach ein paar simple Kühlschrankmagneten mit, also so ganz einfache Magneten. Damit könnt ihr nämlich eure Bilder an der Wand festmachen. Alle Wände sind magnetisch und das ist auch ein super Must-Have an Bord, was ihr dabei haben könnt oder solltet. Ihr seid jetzt im Schiffsalltag angekommen und einmal die Woche ist natürlich auch eine Cabin Inspection. Das heißt, eure Kabine wird kontrolliert auf
Sauberkeit, Sicherheit und dass alles in Ordnung ist. Und ihr müsst die Kabine dann natürlich auch sauber machen. Und der beste Tipp dafür ist auf jeden Fall Einwegputztücher. Super Sache, ihr benutzt die, schmeißt die danach weg. Ihr könnt euch natürlich diverse Putzsachen auch beim Housekeeping holen, aber ich finde das immer so, ich bin eine Frau. Frauen haben alles selber mit und deswegen habe ich für mich persönlich, weil ich nicht diese ganzen Stationen abklappern möchte, wo ich dann diese Sachen herbekomme, habe ich immer Putzmittel mit. Also so diese Einwegputztücher, unter anderem diese. Dazu auch noch Mülltüten, kleine Mülltüten für die Kabine. Und irgendwann kommt natürlich auch der Tag, wo ihr keine Unterwäsche mehr habt oder keine Socken. Natürlich Wäschepots. Die haben den Vorteil, die sind klein, handlich, da ist alles drin, was ihr braucht und es ist kein Pulver, was im Koffer irgendwie kaputt gehen kann oder nichts, was im Koffer auslaufen kann. Da habe ich die immer noch in so einer kleinen Dose drin, dass da auch wirklich nichts passiert. Davon nehme ich immer so, je nachdem wie lang der Vertrag ist, sagen wir mal, für einen Monat brauche ich 3 solche Pots. Also ihr könnt euch ausrechnen, wie viel ihr braucht. Also ich wasche halt wirklich alle 2 Wochen. Also je nachdem, wie oft ihr wascht, könnt ihr euch ausrechnen, wie viel ihr dann braucht. Okay, wir haben die Kabine eingerichtet. Die Kabine ist sauber. Jetzt wollen wir natürlich auch ein bisschen für die Freizeit rausgehen. Und dafür ist ganz wichtig, wir fahren ja oftmals in sehr warmen Gebieten, in sehr warmen Fahrtdestinationen. Nehmt auf jeden Fall mit eine Cap. Ganz wichtig, ich hatte Tatsache schon auf dem Schiff 3-mal einen Sonnenstich, also bitte tragt immer eine Kopfbedeckung. Übrigens, diese Mütze, die habe ich von meinem letzten Vertrag mitgenommen. Also, wenn ihr die haben möchtet, die werde ich am Ende dieses Videos natürlich nämlich verlosen. Einfach einen Kommentar unten drunter setzen und unter den Kommentaren mit zum Beispiel Hashtag Mütze werde ich dann einen Gewinner auslosen und der wird dann diese tolle Crewmütze bekommen, auch wenn ihr nicht Crew seid. Ich finde nämlich immer für die Gäste ist das so ein super Sammelaccessoire und die sind da immer total scharf drauf. Und deswegen, falls ihr die Mütze haben möchtet, Hashtag Mütze unten drunter und ihr bekommt diese coole Mütze und dann könnt ihr als Gast sagen, hey, guck mal, ich gehöre jetzt zur Crew. Warmes Fahrtgebiet, dann ganz dringend achtet auf eure Haut. Sonnencreme. Wichtig. Immer Sonnencreme mithaben. Eigentlich gibt es entweder nur warme Fahrtgebiete oder kalte Fahrtgebiete. Und das passt halt wirklich für alle beide. Das erkläre ich euch gleich wie. Ein Regenschirm. Warum in warmen Fahrtgebieten? Tatsache, den Regenschirm in warmen Fahrtgebieten, wenn ich am Strand gehe, ist das mein Sonnenschirm, mit dem ich mich im Gesicht vor der Sonne schütze. Den nutze ich am Strand wie einen Sonnenschirm. Und im kalten Fahrtgebiet, wo es auch öfters mal regnet, ist das natürlich mein ganz regulärer, normaler Regenschirm. Also definitiv auch eine sehr praktische Sache. Und last but not least, ihr müsst das ja auch irgendwie draußen transportieren. Packt einen ausreichend großen Rucksack ein und dann ist der Strandtag perfekt. Jawohl, also das waren so meine Must-Haves, meine persönlichen Must-Haves. Falls ihr noch irgendetwas habt, was ihr da hinzufügen möchtet, falls ihr Schiffscrew seid und sagt, hey, das hast du aber noch vergessen, schreibt es gerne unten in die Kommentare, weil ich glaube, das ist für viele, viele sehr hilfreich. Mir schreiben momentan so viele Leute auf Instagram, wie ist das? Und dann kann ich auf dieses Video verweisen und sagen, guckt mal das Video, guckt mal die Kommentare, das sind so meine Must-Haves. Was natürlich aber auch eventuell, ich habe jetzt keine Probleme damit, aber was natürlich auch sehr hilfreich sein könnte, ist, wenn ihr euch so eine kleine Apotheke mitnimmt. An Bord gibt es natürlich auch ein Hospital, wo ihr alles einfach bekommt. Aber zum Beispiel Magnesium ist ganz praktisch, weil ich zum Beispiel bekomme nicht in jedem Vertrag, aber hin und wieder auf dem Schiff richtig üble Wadenkrämpfe. Und dann ist immer Magnesium natürlich sehr hilfreich und Magnesium hilft auch. Jetzt noch nicht mal irgendwie von solchen Sachen, einfach nur die simpelste Sache der Welt. Wir sind auf dem Schiff, wir bewegen uns. Seekrankheit. Bekommt ihr auch Seasickness-Pills an Bord? Müsstet ihr auch eigentlich nicht mitbringen, aber wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt, bringt euch da was mit. Wenn ihr nicht wisst,
wie reagiert der Körper auf diese Wellenbewegungen, dann bringt euch das einfach mit. Manche bringen auch einfach so diese einfachsten Sachen mit, wie Aspirin oder für die einfachsten Erkältungen. Aber im Grunde genommen bekommt ihr, was das angeht, alles ganz easy im Bordhospital und braucht euch darum nicht kümmern. Zum Schluss, für das Reisen habe ich natürlich noch so ein tolles Nackenkissen, aber das ist auch ganz individuell, das habe ich auch nicht immer mit. Das kommt darauf an, wie lang die An- und Abreise sein wird und individuell habe ich das dann mit oder nicht. Ich bin ab Dezember, 1. Dezember dieses Jahres, wieder an Bord der Mein Schiff 4 unterwegs und ich fliege dementsprechend in die Karibik. Ich habe so Angst vor dem Flug. Fliegen ist das Schlimmste, was es gibt. Und da werde ich das aber auf jeden Fall aufgrund des langen Fluges auch wieder dabei haben, um eventuell im Flugzeug dann ein bisschen mehr Ruhe oder besser Ruhe zu finden und eventuell auch ein bisschen schlafen zu können. So, meine Crew, auf geht's. Bewerbt euch, trefft mich an Bord. Schreibt mir, was auch immer ihr möchtet. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch unbedingt gern ein Däumchen nach oben da, wenn es hilfreich war. Wenn nicht, dann nicht, dann trotzdem danke fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal wo ihr euch gerade befindet und was ihr gerade macht. Bleibt dran, es werden natürlich auch wieder schiffsbezogene Videos kommen. Aktuell, wie gesagt, bin ich zu Hause und da wird auch ein bisschen was anderes zwischendrin kommen. Aber um nichts zu verpassen, abonniert den Kanal, das ist kostenlos. Und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auf jeden Fall keines der schiffsbezogenen Videos oder auch kein Video der Lost Places, die wir aktuell momentan besuchen. Mal gucken, was noch so kommt. Im Urlaub wird mir sicherlich was einfallen. Also, habt einen schönen Tag. Wenn ihr die Mütze haben möchtet, dann Hashtag Mütze unten in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Ahoi, ihr Landratten!